Und damit willkommen zurück bei Let's Play Soma. Ja, wir sind jetzt hier in die Wohnquartiere von Tau eingedrungen letztes Mal und haben hier so einige Türen geöffnet und ebenfalls die Tür von Johann Ross. Da gucken wir gleich rein, nachdem wir hier erstmal den Zettel gelesen haben, den wir gerade noch gefunden haben. Nahrungsmittel, Agua, Kaffee, Dörrfleisch, Saft, Miso, Nori, Nutra, Sup, Milchpulver, Shake-Mahlzeiten, Tee, getrockneter Tintenfisch, Kleinfische, Reparaturmasse, intravenös. Okay, das letzte, man sieht es da unten, klingt nicht wirklich so lecker. Intravenös, wer will sich das... Ich stelle hier keine Fragen. So, Johann Ross. Gucken wir mal hier, was hat er hier zu bieten? Irgendwelche komischen Taucheranzüge, aber ansonsten... The Evil Genius. Cool. Okay. Die Dinger lesen wir gleich. Wittgenstein. Das sind diese kleinen Faustkollegen. Aha, aha, aha. Interessant. Hier diese kleinen Bällchen da draußen. Ich kann es nicht lesen und das Spiel übersetzt es auch nicht, was er da schreibt. Ja, doch, das sind diese kleinen Wow-Knoten da draußen. Der A95 Worker. Das ist das Lampenviech gewesen, glaube ich. Alpha. Wow Core. Ah, der Wow Core. Omega Space Gun. Oh Gott. Da müssen wir auch noch hin. Und das... Sieht so aus, als ob es noch ein bisschen weiter weg ist. Ja, doch. Was haben wir da? Aha. Verstehe, verstehe. Das kann man uns gleich noch anhören. Hier eine schicke Statuette. Hui, oh nein. Aeon. Das sieht aus wie diese... Diese Strukturgelbehälter. Na gut, komm. Tagebuch. 13.09.2103. Ich hatte gehofft, heute Omikron zu sehen. Die von den Theta-Leuten angeordnete Evakuierung war ein Segen, eine Ausrede, Alpha zu verlassen und der Wow den Rücken zu kehren. Als sich der Sturm legte, brachen von der Wow bereitgestellte Monster über uns herein. Wir gerieten in einen Hinterhalt und mussten uns in Richtung von Tau zurückziehen. Glaser, Kowski, Kötzi und ich überlebten. Orclair ist in der Krankenstation, aber es sieht nicht gut aus. Oh nein, wir müssen in die Krankenstation auch noch. 19.11.2103. Kötze rannte los, um in der Beobachtungsstation nach S-Bahn zu suchen. Nach draußen zu gehen ist mehr als nur gefährlich. Eher so, als würde man während eines Hurricanes Zigaretten kaufen gehen. Sie kam zurück und hatte ein paar Krümel dabei. Wir wussten alle, dass es dort nichts mehr gab. Wahrscheinlich wollte sie nur eine Ausrede haben, um zu sterben, ohne es selbst zu tun und die Verantwortung tragen zu müssen. 25.12. Leute vom Plateau sind gekommen. Es handelt... sich um eine Gruppe von Ingenieuren von Theta, die etwas mit der Omega-Weltraumkanone in den Weltraum schießen wollen, dass sie die Arche nennen. Anscheinend handelte es sich dabei um eine künstliche Welt, in der sich Gehirnscans vom Pathos 2-Personal befinden. Die Idee ist ganz schön albern, aber irgendwie liebenswert. Wir ließen uns alle scannen, um an diesem Nachleben teilhaben zu können. Einige der Ingenieure kehrten von Fei zurück. Anscheinend haben sie den Start der Arche verschoben. Sie waren alle ziemlich mies gelaunt und klare Antworten waren von ihnen nur schwer zu bekommen. Bis auf eine äußerst wichtige Tatsache. Sie wollten alle bei Tau bleiben, um dieser Arche-Sache auf den Grund zu gehen. Aber sie hatten schon die Abholung per Aufzugsplattform für den nächsten Tag eingeplant.
Jemand würde an ihrer Stelle mit der Aufzugsplattform fahren müssen, um Omicron vor den Geschehnissen zu warnen. Glücklicherweise waren Glacer und ich in der Lage, die Mission zu übernehmen. Endlich werde ich Dahl und Sarang von der kritischen Situation am Standort Alpha warnen können. Standort Alpha. Da hat die Wau wahrscheinlich ziemlich gewütet. Equilibrium. The pattern has stopped evolving. The Wau has managed to find balance. I convinced SSE Volchek to turn off all external control systems, making the Wau our de facto caretaker. So far, it's exceeding expectations. Ja, aber warum legt man denn auch alle... Ja. Warum macht man sowas zu seiner Verwalterin? Warum gibt man so einer KI so viel Macht? Since the comet crashed a few days ago, January 12th, the WoW has dropped to a low energy state. It hasn't abandoned its duties. It's keeping climate and life support going. But it's been simplifying the pattern, redefining its protocol. Wildes Wachstum. The WoW has started to grow physically. It's not just the core chamber. All around Pathos 2, structure gel is bursting through the pipes and bleeding through walls. I don't know what WoW could possibly stand to gain from this, but I assume it is intentional. Ja, wahrscheinlich. The heart of WoW has claimed such a large part of the core chamber that there can no longer be any question to its heightened awareness. Not only does its expansion suggest an unexpected understanding of space, but also its own physical manifestation within the world. Wir werden sie aufhalten. The WoW is reaching out to every machine, every life form, to manipulate, to control. It's trying to help save its creators from all this, just like the protocol demands. But really, what is good enough? Where is the line drawn for what is human and what is not? Would walking corpses do? Would a group of machines thinking they're human be acceptable? We can't trust a machine to know, to understand what it means to be. We have to terminate the WoW project. It can be done. I just need to get some help from Omicron. Ja, ich denke auch, die WoW muss vernichtet werden. Terror. So, das lesen wir uns mal durch. Aha, höchst interessant. Können wir da irgendeinen Code rauslesen? Nein. The Evil Genius. So, haben wir hier alles? Ich glaube ja. Ja, wir haben alles. Und auf den WoW-Camp bin ich ja schon gespannt, was da so abgeht. Auf jetzt da. Was soll denn das? Unmöglich. Wollte da gerade einer durch die Tür kommen? Wir gehen nach oben zur Krankenstation. Komm schon. Schnell, Simon. Schnell, 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 Simon. Schnell, 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 komm schon. So, die Tür müsste aufgehen und oh. You. You're different. My me. Yeah, wer bist? Can I help you with anything? Denn du? Lebenserhaltung aktiv. Ach krass, wir können die auch hier. Nice suit. Used to have one just like it. Arche-Status in Betrieb. Regelt sie das hier alles? Von hier aus oder wie? Go ahead. Make yourself at home. Ja, mal. Ach, das ist die. Ach ja. Ach, das ist die Arche. Ach, krass. Interessant. Und wer bist du? Sarah Lindwall. Payload Technician at your service. A rare sight, am I right? I'd say so. You're the first normal living human I've seen. There's not many left down here.
Most of them are up on the plateau. You mean at Omicron? Yeah. There's no one alive at Omicron. You've been there? I've been all over. The power plant at Upsilon, the ruins of Lambda, the abandoned Delta, Theta. You've been to Theta? There's not a lot left of Pathos 2. And, I'm the only living person you've met. You mean I'm the last living human on the planet? I'm sorry. Who are you again? Simon Jarrett. Stationed out? Nowhere. I used to work in a bookshop in Toronto. Long story. Then what the hell are you doing here? I'm trying to find the Ark. Why would you? How do you know about that? I've heard it's the last hope for mankind. Damn right it is. Now what do you want with it? Take it to the gun at Phi. Launch it into space. That was the plan, all right. I've been guarding it ever since we brought it back to Tau. Just couldn't bring myself to let go. Tell you the truth, I don't have the strength to argue. And I certainly don't have the time to wait for the next sentient thing shuffling through here. Go ahead. Take it. Thank you. Can I get you anything? Do anything for you? You could kill me. Good one. If I knew you'd come, I would have cleaned this place up a little bit. I'm glad you came by. Good to get this over with. I still can't believe I'm the last one. That's crazy. Krasser Scheiß, wir könnten die wirklich töten. Aber, das werden wir nicht tun. Das kann sie auch, wenn sie das denn unbedingt will, ganz gerne selber machen und hier mal das Knöpfchen drücken. Das sollte sie ja hinbekommen, wenn sie es denn will. So, und wir... Achso. Please don't leave me like this. Boah, ernsthaft? Ich pack die erstmal kurz da rein. Schwierige Entscheidung. Intercom, Zentrale, anrufen, ja, wird ja sowieso keiner sein. Wäre natürlich lustig, wenn da jetzt irgendwelche Stimmen kommen würden, aber... Das hat keinen Sinn. Türverriegelung, das haben wir gemacht. Huch. Fotos. Aha. Ab hier wird's verzerrt. Kürzlich geöffnete Dokumente. Fehler, Dateien wiederherstellen. Ja, mach mal. Notfallrationen von Nadine Masters. Wenn Sie genau prüfen, welche herkömmlichen Chemikalien und Mischverbindungen sich in Pathos 2 finden lassen, sollten Sie damit Notfallsituationen überbrücken können. Letzter Zugriff von Sarah Lindwall. Ernährung durch die Venen von Richard Holland. Eine Anleitung, um bewusstlose oder komatöse Kollegen mit Infusionen am Leben zu erhalten. Oh, ja. Methoden zur Platzschaffung für zusätzliche Nutzlast, nachdem die Geschosshülse gebaut wurde und Delta verlassen hat. Letzter Zugriff von Catherine Chun. Zusätzliche Nutzlast, was wollte sie denn noch da mit raufschicken? Ja, aber du kannst doch da selber drauf drücken. Warum, Alter, warum? Are you serious about me killing you? No, I'd love to hang around here until I dry up to the size of a raisin. Simon, this fucking sucks. I don't want to live like this.
Ach, komm schon. Okay. Das ist schon echt übel. Would you stay with me, please? It won't be long now. Just. Ja, ich bleib da. Please just stay. What a crazy thing this was. Life. At least I won't have to turn 30. Hooray! Wish I could have died at home with my friends. You ever been to Greenland? It's very beautiful. Well, at least when you get out of the city. Nanoq is busy, and yes, there's like 12 million people trying to get around, but it's a great place. Or rather, it was a great place before the comet ended it all. You know what? I prefer it this way. I liked paper. Liked my colleagues. Ian, Nick, Jasper, even Catherine. People thought she was weird because she was quiet, but she was cool. Simon, you still there? I'm here, Sarah. Don't let him die, okay? Send them out there. To the stars. Schlaf gut, Sarah. Krass. Und jetzt können wir noch einmal ihren... Blackbox is inactive. Probably found a way to switch it off. Okay. Wir können ihre Blackbox nicht mehr abhören. Wir können uns auf ihr Bett setzen. Okay. Gut, wir hätten uns auf ihr Bett setzen können, um dann mit ihr zu quatschen, oder was? Puh, krasser Scheiß. Das war echt heftig. Aber gut, wie will man bei sowas reagieren? Oder wie will man, ja, wie verhält man sich? Ich meine, was wäre das noch für Leben gewesen, wenn sie hier die ganze Zeit wirklich in diesem kleinen Raum rumgelungert hätte und sich hier mit dieser Maschine halt eben am Leben erhält? So, komm. Wir schicken das Ding mal runter. Hoffentlich funktioniert's. Bling. Bling. So. Jetzt müssen nur noch wir da runter. Hoffentlich ohne Zwischenfälle. Aber ich glaube nicht, dass unsere verschlossene Tür da irgendwas aufhalten wird jetzt gleich. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir gehen einfach ganz schnell. Wir beeilen uns. Und es ist wirklich ruhig hier unten. Okay. Tür zu. Dann, packen wir uns die Arche. Machen hier auch mal gerade die Tür zu. Packen das Ding da drauf. So, so, anbringen, das würde ich mir gerne angucken. Okay, dann... Das geht nicht. Dann, hier. Zugriff gewährt. So, wir schicken das Ganze jetzt nach... nach Fei, hoffe ich. Natürlich... schicken wir es nicht dahin. Wir müssen irgendwas tun. Ich. Okay. Wir müssen an den Rohren biegen. Okay, machen wir hier auch. So. Da auch. Und dann explodiert alles.
und füllt sich mit Wasser und... bringt uns wohin? Nirgendwo hin. Okay. Kann ich hier noch irgendwas machen? Nein. Und wir müssen der Arche jetzt folgen. Das ist natürlich... krass, und wir kommen hier gar nicht... Doch, kommen wir. Wir kommen hier rüber. Ich mach mal gerade das Licht an. Da war doch aber irgendwo... Ja, ich wollte gerade sagen. Dieser Tunnel zerstört, habe ich gesehen und gelesen. Oder ist das hier schon? Nein, hier müssen wir einfach nur durchkriechen. Huh! Mach doch langsam! Obwohl, nee, komm. Wir machen lieber schnell. Ist, glaube ich, besser. Wir gucken uns hier gar nicht um. Wir laufen einfach schön weiter. Ohne irgendwie anzuhalten. So, hier vorne ist nämlich jetzt Schluss. Oder auch nicht. Ja. Toll. Kommt da hinten irgendwas? Onu? Und nun? Oh. Da liegt ja jemand. Hi. It's nothing to worry about. Just the warden flexing his muscles. The warden? You mean Wow? Well, down here he has many names. Warden, the Alpha. Like in Site Alpha? I thought that was made up. Made up? Then someone should really fire Johann Ross. Tell him there's no reason to walk these tunnels no more. This section is gonna collapse. You should try spending some time in the abyss, sweetheart. You know when shit's for real. Catherine, move up. Come with me. Okay. Hey, wait for me! Careful with the arc. Take it easy. It's not going to... Dumm gelaufen. Tja, ist er dann wohl doch eingestürzt. Und wie kommen wir da jetzt rüber? Hier, also hier wirklich gar nicht, glaube ich. Also. Hallo? Ich glaube nicht, dass das hier der Weg ist, wo wir lang gehen müssen. Hier gibt es mit Sicherheit irgendwo einen Tunnel, den ich noch nicht entdeckt habe. Ein Tunnel, den ich noch nicht entdeckt habe. Da vorne ist Licht. Ja. Hier bin ich richtig. Hinein! Sind hier wieder Spinnen? Ekelhafte? Spinnenfreie Zone. Oder? Aber wir sind wieder... Na gut, wir sind in einer Felsspalte hier. Was bist du? Hallo, Krebsi! Hallo! Ach was, okay. Ich würde sagen...
hier machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Weil wir müssen nämlich jetzt hier über den Fußweg nach Fei gelangen irgendwie. Und ja, das sehen wir uns das nächste Mal an. Bis dann. Ciao.